Nein, hier wird kein erlegter Löwe nach der Jagd zum Dorf getragen. Was Sie hier sehen, ist eine Beerdigung. Denn wenn beim Volk der Ga in Ghana jemand verstirbt, dann unterscheidet sich die Beerdigung sehr von einer Beisetzung hierzulande. Anstelle der normalen Kastensärge werden seit Mitte der 50er Jahre fast immer sogenannte figürliche Särge verwendet. Särge, die auf die Person des Verstorbenen oder der Verstorbenen bezogen sind. Für einen Fischer ein Boot oder ein Fisch, für einen Jäger ein Löwen, für eine Mutter mit vielen Kindern die Henne mit den Küken darunter. So bekommt jeder Verstorbene einen individuell an seine Lebensgeschichte angepassten Sarg. Die Särge aus der Ausstellung im Kolumbarium an der Windgenstraße in Düssern sind original in Ghana gefertigt. Seit Ende der 70er Jahre wurden sie von einer holländischen Organisation gesammelt und dann später von zwei deutschen Kunsthändlern übernommen. Und dadurch kamen sie auch ins Kolumbarium. Doch zuvor wurde die Ausstellung in verschiedenen Ländern Europas und den USA gezeigt, zum Beispiel in Amsterdam, Monaco oder New York. Denn so aufwendige und bunte Särge sieht man nicht alle Tage. Der Aufwand um die Beerdigung und den passenden Sarg hat dabei ganz bestimmte Hintergründe. In Ghana ist es eben so, dass der Verstorbene nicht stirbt, er geht nur zu den Ahnen über. Und vom Sitz der Ahnen aus hat er einen gewissen Einfluss auf die Hinterbliebenen. Denn die Afrikaner sind der Meinung, dass Gesundheit, Erfolg und Fruchtbarkeit von den Ahnen beeinflusst werden. Deswegen sollte man die Vorfahren gut stimmen. Und so werden auch keine Kosten und Mühen für die Beerdigung gescheut. Das muss alles organisiert werden. Und diese figürlichen Särge sind also auf die Verstorbenen bezogen. Und die verlangen natürlich vom Ahnenreich her, dass sie dementsprechend auch beerdigt werden. Meist wird die Beerdigung von der gesamten Familie oder sogar vom ganzen Dorf finanziert. Dafür nehmen die Angehörigen sogar Kredite auf und sind danach häufig hoch verschuldet. Doch was tut man nicht alles, um den Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen?